auf. Wir müssen die Typen hinter uns abschütteln. Wenn du das nicht schaffst, ist es aus mit uns. Damit meine ich auch dich. Also gib Gas, Junge. Drück drauf, die sind immer noch da. Mein Taxi. Gib Gas, wenn du deinen Arsch retten willst. Zu Salieri Spa. Ich zeig dir den Weg. Bisschen lang, findest du nicht? Endlich sind wir zu Hause. Warte hier, Junge. Sam holt dir ein kleines Präsent von Mr. Salieri. Danke für deine Hilfe.
Mr. Salieri dankt dir, ebenso wie Pauli und ich. Hier ist eine kleine Entschädigung für deine Dienste und für dein beschädigtes Taxi. Es sollte reichen. Ja, natürlich, danke. Richten Sie Mr. Salieri meine Grüße aus. Mr. Salieri richtet dir aus, dass er sehr dankbar ist. Solltest du jemals etwas brauchen, kannst du wiederkommen und Mr. Salieri um Hilfe bitten. Mr. Salieri vergisst niemals Freunde, die ihm einmal geholfen haben. Wenn du interessiert bist, könnten wir vielleicht sogar einen Job für dich finden. Mr. Salieri zahlt gut. Wir haben immer einen Job für Leute, die so gut sind wie du. Okay, okay, ich denke darüber nach. Danke. Echt nett. Danke. Ich gehe jetzt besser den Wagen reparieren und so. Okay, verstehe. Denk einfach drüber nach. Und ich hoffe, dir ist klar, dass die Sache unter uns bleibt. Pass auf dich auf. Als ich den Umschlag öffnete, bekam ich fast einen Herzanfall. Es war mehr, als die Reparaturen kosten würden. Aber ich dachte nicht eine Minute über ihr Angebot nach. Ich wollte nicht mit Gangstern arbeiten, selbst wenn sie noch so viel Geld hatten. Besser arm und am Leben als reich und tot, oder? Ich lasse mein Taxi reparieren und versuche, alles so schnell wie möglich zu vergessen. Wie meine Mutter immer gesagt hat, man kann nie voraussagen, was Gott noch für dich auf Lager hat.